Skinny girls, fat girls, thick girls too. Rich chicks, poor chicks, oh, they can't forget about my niggas. Shots for everybody. So, Servus Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ein bisschen ungewohnt, unter anderem ungewohnt, weil David mich auch ungewohnt Post hier steht und wir in der Gerstheim sind und es ist eigentlich keine Gerstheim-Folge, nur David hat mir was ziemlich Geiles mitgebracht und das würde ich jetzt ganz gerne mit euch teilen. Richtig nice. Ich habe ja schon ein bisschen euch gefragt, ab und zu mal, was ihr so Bock hättet, welche Felgenfarbe ich mir quasi machen sollte und jetzt release ich das Ganze ein bisschen und ich bin mega gespannt. Also ich habe nur mal kurz so ein bisschen von oben reingespitzt und bin schon ganz aufgeregt. Ich glaube, ist schon geil geworden. Wird, also, glaube ich, richtig fett. Da sind auf jeden Fall meine neuen Reifen. Metzler Sportec RR M7. Da werden die neuen Felgen draufgezogen und ich würde sagen, wir packen sie jetzt einfach mal aus. Aber eigentlich, wenn ich hier aufmache, dann sieht man das ja schon, ne? Sieht man das schon, ja. Ich mach kurz schwarz-weiß. Ab jetzt. Oh. Oh, schon mega nice. Schon fett, oder? Schon richtig edel. Also mit dem Licht, da glitzern die auch richtig, ne? Das ist Hammer. Also warte mal, ich mach mal kurz wieder Farbe an. Nee, Alter, ohne Scheiß. Ja, richtig nice. Wir bringen jetzt nämlich die Felgen zum Reifenwechsler. Da werden quasi die Reifen draufgezogen auf die Felgen. Und ich bin echt schon mega gespannt, wie die Felgen auf mein Motorrad aussehen. Ich habe gerade immer noch meine ganz normalen schwarzen drauf. Auspuff kommt natürlich auch noch ab. Und Slicks sind noch drauf und ich lasse da nämlich einfach auf dem Felgensatz einfach die Slicks drauf. Ist einfach unkomplizierter, ist einfacher, weil dann kann ich auf meinen goldenen Felgen immer meine Straßenreifen drauf lassen. Und wenn ich Rennstrecke fahre, stecke ich einfach die Felgen wieder drauf. Also richtig praktisch. Auf jeden Fall mega nice geworden. Ich sehe sie gerade wirklich zum ersten Mal. Hammer. Richtig geil geworden. Goldene Felgen, wie ich ja eigentlich auch bei meiner Honda Fireblade hatte. Die steht übrigens da hinten, nicht wundern, da sind quasi mein Dad seine alten Felgen drauf, ein bisschen kompliziert, und mein Dad fährt gerade die goldenen Felgen auf seiner SC50, alles ein bisschen verwirrend, aber ja, richtig geil. Ich würde sagen, wir fahren jetzt mal zum Reifen aufziehen. Genau, weil sonst können wir nämlich gar nicht mehr fahren. Nee, wir sind auch spät dran, ne? Ja. Also so auf dem letzten Drücker, aber das wird alles immer. A few moments later. Oh shit. Schon echt pervers, oder? Richtig nice. Close your eyes, would you dream for me? Some paradise, tell me who you see. Cause I think I did. Boah, Alter, jetzt gibt's aber richtig Gas hier, ne? Junge, Junge, Junge! Wir sind voll Idiot. Wir müssen uns beeilen! Ich bin schon echt aufgeregt, ne? Ja. Wir montieren natürlich die Felgen, auch noch schnell den Auspuff, und weil der kommt natürlich wieder runter, der war jetzt nur für die Rennstrecke drauf. An dieser Stelle nochmal danke an Pulverbeschichtung Hamburg. Wenn ihr Bock habt auf so Pulverbeschichtungen, hat mir hier David Bost vermittelt. Der hat es da quasi für uns übernommen. Und wenn ihr Bock habt drauf, der hat sich auf Supermoto spezialisiert. Genau, Supermoto-Felgen in allen möglichen Farben. Ich war da eher so ein bisschen eine Rarität mit meinen Sportlerfelgen. Hat das nicht mal rangewagt. Aber wenn ihr auch Lust habt auf solche geilen Sachen, schaut mal bei ihm vorbei. So, die Felgen
sind montiert. Wir sind wirklich mega hyped. Es war doch ein bisschen anstrengender als gedacht. Es hat alles ein bisschen länger gedauert. Hinterrad war immer so ein bisschen so ein Getue. Aber ich muss sagen, schaut mega fett aus. Bin sehr zufrieden mit dem Goldton. Und im Großen und Ganzen echt ein nices Paket. Ich würde sagen, wir fahren dann erstmal eine Runde. Das kriegt aber dann im nächsten Video zu sehen. Und vielleicht darfst du dich auch mal drauf hocken. Das wäre natürlich geil. Dann können wir die Felgen nochmal in Aktion sehen beim Sonnenlicht. Und ich dieses Gerät hier mal ein bisschen testen, ein bisschen ausführen. Würde ich mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Peace.